ist einfach wunderschön hier in der Platte mit dem Aussicht, mit der Aussicht, ey. Ich bin einfach richtig froh. Hier habe ich Paris, das passt doch einfach richtig perfekt. Ich bin einfach so glücklich. Ich habe keine Deko, aber die Deko, die ich habe, finde ich super. Ihr erwischt mich gerade, ich bin ein bisschen auf dem Sprung. Habe eine neue Speicherkarte, von daher kann ich jetzt noch länger vloggen. Yes. Nein, ich habe mir gerade schön Kaffee getrunken, mal wieder einen Podcast hochgeladen. Ich muss jetzt zum Physio, danach habe ich Krafttraining. Physio, danach habe ich Wurftraining. Und heute Abend haben wir wieder Krafttraining. Ich nehme euch einfach mal mit. Let's go. Spielhalle von den Niners, da trainieren wir jetzt meistens drin, obwohl wir jetzt am Wochenende sozusagen in der Messe spielen, da sind halt auch manchmal so Events, da können wir da nicht rein, aber yes. Klasse, Luis, schön meine Schuhe vergessen. Oh, hört ihr den Lack schon, guck mal hier, wie die glänzen in der Sonne. Herzlich willkommen in dieser unfassbar krassen Messehalle. Ausverkauf, 4400 Fans, eine unfassbare Choreo. Guckt euch das mal an. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Der Einlauf war auch super cool mit den Spalier-Kids, wie immer. Jetzt seht ihr ein paar Highlights hier. Einfach unsere Highlights aus dem Game, wie immer, kommentiert von mir. Wir starten richtig gut ins Spiel rein. Niklas Wimberg mit der kranken Air-Control. Schießt auch danach den Dreier noch rein. Sieht eigentlich ganz gut aus von Anfang an, aber jener trifft auch viel, macht gute Punkte, aber wir führen aber schon am Anfang 16-9. Das lief eigentlich echt ganz gut. Hier hat Chris nochmal einen nice Pass, extra Pass, einfach unseren Ballmove, wenn es unfassbar wird, schießt den Dreier rein, 19-9. Sieht sehr, sehr gut aus. Hier jetzt mal jener mit einem guten Tip-In, aber es war eigentlich immer ein relativ spannendes Spiel, obwohl wir durchgehend vorne waren hier, ein guter Dank. Es war wirklich, wir haben glaube ich nie die Führung abgegeben, aber es waren trotzdem immer so zwischen ein und werdet ihr nachher sehen, zwischen ein und halt 13, 14 Punkten vorne von uns. Aber ich hatte halt nie das Gefühl, dass wir das irgendwie aus der Hand geben können. Hier ein guter Pass von Malte auf Robin, der den reinlegt. Und für mich lief es nicht so gut. Will ich auch nicht sagen, ich hatte sehr, sehr viel Pech. Ich hatte ein bisschen 4 Fouls in 8 Minuten gemacht. Kommen wir aber später noch zu. Hier ein guter Drive von DJ mit einem richtig nicen Floater.
Unter den Floater sieht so richtig gut aus. Dann zweite Halbzeit, Matt Weiss trifft so einen richtig kranken Dreier aus 9 Metern. War schon nicht schlecht. Es sind nur noch ein Punkt Unterschied, aber dann Terrell mit dem Korb. Und dann scored Chris danach mit seinem ersten Dunk in der Saison. Ey, nice. Gerade ein richtig heftiges Bild, was auch auf dem Zeitungscover war. Ja, meine Szenen. Hier schießt mal der Sonne 3 rein. Und jetzt kommt eine meiner Szenen. Ich kriege den Ball. Und Spin-Move, ein guter Move. Und der Ball kullert raus. Richtig, richtig nervig. Aber anderthalb Angriffe später kriege ich den Ball. Ziehe ihn durch. Und finische dann halt am Basket. War eigentlich ein echt solider Move, jetzt nichts Besonderes. Auch waren meine einzigen beiden Punkte, deshalb habe ich jetzt hier noch eine Zeitlupe reingemacht. Denn wie ihr jetzt hier seht, habe ich gedacht, dass ich gut verteidige und auf einmal kommt ein Pfiff und ich rege mich auf. Guck mal, wie ich mich aufrege. Das passiert mir so selten, aber ich dachte wirklich, das kann nicht sein. Er kann mir nicht jetzt sozusagen dafür das vierte Foul geben. Jetzt kommt aber der Clou der ganzen Geschichte. Es war gar nicht mein Foul, sondern das Foul ging an Ivan und ich habe jetzt nur das Technische bekommen, weil ich mich aufgeregt habe. Aber ich dachte, wie kann das sein, dass ich dafür einen Pfiff kriege? Deshalb habe ich dann immer gedacht, okay, yo, so mein fünftes Foul, setz mich auf die Bank. Aber das so, hey, waren nur 4 Fouls. Und auf der Bank merke ich dann erst, yo, es war gar nicht mein Foul, sondern DJs Foul, das heißt, Ivans Foul. Das heißt, ich habe mich halt, ja, über das falsche Foul aufgeregt. Aber naja. Spiel geht weiter, wir führen immer noch, solange das Team gewinnt, ist wirklich alles gut und vor allem in so einem Game. Jeder lässt nicht nach, bleibt immer ein bisschen dran, aber am Ende sind es dann doch im zweistelligen Bereich. Jeder trifft jetzt nicht nochmal einen Dreier und einen Tip-In und dann schießt Julius Wolf gleich ganz am Ende auch noch einen One-Dreier rein, hier nämlich. Von daher war es trotzdem am Ende sehr souverän, 12 Punkte, wir gewinnen das Ding. Und alle sind sehr, sehr glücklich, wir 4400 Fans sind glücklich, ich war sehr, sehr glücklich und vor allem war ich über 4 Fans auch glücklich, die gekommen sind und zwar auf weißen T-Shirts mit Gafferband meinen Namen drauf gestickt haben. Hier haben wir nochmal ein paar, erstmal das Teambild, das super krass war von Justin und hier einfach sticken die meinen Namen drauf, super cool, hat mich sehr, sehr gefreut. What's Gucci, my friends? Hello, schönen guten Tag. Ja, das Derby ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt gerade die Highlights gesehen. War ein krasses Spiel. Auch, ja, einfach so geil, einfach jetzt eine neue Folge gewonnen zu haben und oben auf der Tabelle zu stehen mit einem Sieg Vorsprung. Macht einfach Bock. Am Mittwoch geht es aber sofort schon weiter. Und ich nehme jetzt einfach wieder sozusagen von dem, okay, 4400 Leute gucken mir beim Spiel zu, zur Reality Check. Bei mir in der Wohnung sieht es gerade aus wie Hempels unterm Sofa. Erstmal die hier. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennt. Krank dreckig, mein Fenster. Krank dreckig. Aber das sind so Sachen, das Fenster juckt mich einfach irgendwie nicht. Dann ist hier richtig Chaos, weil die ganzen Weihnachtsgeschenke, oh, deine Zeigen, Weihnachtsgeschenke angekommen sind. Dann dazu hat mir Multipower richtig geil ein Duffelbag geschickt. Davon könnt ihr am 21. auf Instagram 5 Stück gewinnen. Das heißt, es wird eine richtig fette Auslosung geben und es wird 5 Duffelbags gewinnen. Das wird ganz geil. Warte. Ja. Davon muss ich noch ein Foto machen. Das werde ich wahrscheinlich die Woche mit Lukas machen. Das wird ganz nice. Und jetzt guck mal in meine Küche. Also, hier ist alles okay, jetzt ist schon fertig gewaschen. Hier muss ich noch waschen, einen Herd sauber machen, waschen. Hier, die habe ich mir gestern aus dem Spiel mitgenommen. Das ist eigentlich ganz krass, dass ich nach dem Spiel, oder wir haben beim Spiel halt immer Nüsse und ja, Trauben und Bananen rumliegen. Und dann nehme ich mir halt immer was mit, was übrig bleibt. Macht halt Sinn, dann brauchst du nicht kaufen. Dann habe ich meinen Oma ein Nikolaus-Geschenk, Dings gekauft, ein Nikolaus-Paket gekauft. Mit Pfeffernüssen. Walnüssen, hier Honigdings, paar Fruit Snacks, paar Healthy Snacks. Also mal richtig cool, dass meine Oma auch so halbwegs, bis auf die Pfeffernüsse halt, halbwegs, auch Kekse hat sie mir geschenkt, halbwegs gesundes Paket jetzt zusammenstellt, richtig cool. Aber jetzt muss ich einen Real Talk mit euch machen und zwar Kakis. Mögt ihr Kakis? Wenn ja, wie sehr? Und mein Problem ist jetzt, ich liebe Kakis, ne? Ich hab die aber mit einem Messer geschnitten, womit ich vorher Knoblauch geschnitten habe und Zwiebeln geschnitten habe. Das heißt, die Kakis schmecken jetzt in der ersten, zweiten und dritten und vierten Sekunde einfach nach Knoblauch. Kennt ihr das? Wenn ja, was kann man machen?
um die Messer wieder gescheit sauber zu kriegen. Und ja, jetzt habe ich eine Knoblauch-Kaki, die ich fude werde. Und ihr glaubt es nicht, heute zwar, denkt man ja nach dem Spieltag ein freier Tag, aber heute nicht, denn wir haben gleich noch Training. Weil wir am Mittwoch sofort wieder in Quakenbrück spielen. Ja, deshalb mache ich das jetzt alles sauber da. Fude nur ein, zwei Kakis, nur ein, zwei Bananen. Und dann gehen wir heute Abend als Team zusammen essen. Haben wir uns verdient. Mit cooler Terrell hat es organisiert, dass wir sozusagen als Team ja, bei Vapia noch ein bisschen was fooden gehen. Ein bisschen Teambuilding machen. Und dann geht's morgen schon Richtung Quakenbrück. Und übermorgen ist schon das nächste Spiel. Und dann am Samstag wieder das nächste Heimspiel. Ja, richtig viel los. Ich habe jetzt auch ganz schön lange gequatscht. Ich wollte euch einfach nur mit hier die Realität wieder mit reinnehmen. Habe ich gerade rasiert. Ging eigentlich ganz gut, eine kleine Narbe. Und jetzt bin ich ready fürs Training. Mache mich jetzt auch, ja. Freue mich einfach auch auf den nächsten Vlog am Sonntag wieder. Ich weiß noch nicht ganz, was da kommt. Ich schätze mal der Trip nach Quakenbrück wieder kommen. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Macht's gut, euer Louis. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und euren Freund Bescheid sagen, den das auch interessieren könnte. Peace out, macht's gut. Ciao, ciao.